Der FC Augsburg ist zum dritten Mal in dieser Sommerpause auf dem Transfermarkt tätig geworden. Nach Julian Schieber und André Hahn wechselt nun auch Felix Götze zum FCA. Der 20-Jährige kommt vom FC Bayern München und erhält in Augsburg einen Vertrag über 4 Jahre. Der jüngere Bruder von Mario Götze fühlt sich sowohl in der Abwehr als auch im zentralen Mittelfeld wohl. Das FCA Fan-TV hat den Neuzugang direkt nach Vertragsunterzeichnung für ein kurzes Interview getroffen. Felix, die Tinte ist trocken. Herzlich willkommen beim FC Augsburg. Wie ist dein Gefühl so kurz nach Vertragsunterzeichnung? Ja, sehr gut. Ich freue mich, hier zu sein. War natürlich keine einfache Entscheidung, aber ich denke, dass es auf jeden Fall die richtige war und ich freue mich auf die kommende Zeit. Gerade deutscher Meister mit dem FC Bayern München geworden, jetzt der FCA. Was waren die Gründe für deinen Wechsel? Ich erhoffe mir Spielzeit. Der Trainer hat einen sehr großen Grund gespielt. Wir haben lange geredet und es hat mir sehr, sehr gut gefallen und ich hoffe, dass ich mich hier durchsetzen kann. Hattest du denn schon den ersten Kontakt zu deinen neuen Teamkollegen? Kennst du vielleicht schon jemanden aus dem Team? Nee, bis jetzt noch nicht. Ich kenne noch welche, gegen die ich früher gespielt habe. Kevin Danzo, Marco Richter, genau, mit den zwei bekannte Gesichter, aber sonst habe ich bis jetzt noch niemanden kennengelernt. Damit dich unsere Fans noch ein bisschen besser kennenlernen, beschreib dich doch mal selber, was bist du so für ein Typ neben dem Platz? Bin auf jeden Fall ein eher ruhiger Typ, bis es halt auf den Platz geht, also da lernt man mich dann von der anderen Seite kennen. Ich spiele gerne Basketball in meiner Freizeit, höre sehr, sehr viel Musik. Genau, das sind so die Sachen, womit ich mich am besten beschreiben würde. Gut, letzte Frage. Auf was freust du dich jetzt am meisten? Am 1. Juli geht die Vorbereitung los. Ich freue mich dann einfach, wieder auf dem Platz zu stehen, meinen neuen Teamkollegen kennenzulernen und einfach Spaß zu haben.